Hallo an alle mit Sternzeichen Widder und Aszendent Widder. Willkommen zu der Woche vom 10. bis 16. November. Liebe Widder, der Merkur wird in der gesamten Woche im Zeichen Skorpion fortschreiten. Dies wird bis zum 28. November andauern. Während dieser Phase werden Sie psychisch etwas stärker mit finanziellen Themen beschäftigt sein. Belange, die in der Vergangenheit begonnen wurden, werden Sie erneut hinterfragen und nochmals analysieren. Sie werden Berechnungen unter die Lupe nehmen, sowie einige Besprechungen, Schriftverkehr oder Kommunikation hinsichtlich Themen wie Investitionen, der Bank, Steuern, Versicherungen und Provisionszahlungen tätigen. Im Allgemeinen werden während dieser Phase Ihre Kommunikation sowie Gedanken mit Themen rund um das Geld beschäftigt sein. Schauen wir uns nun die allgemeinen Energien dieser Woche an. Am 10. November in den Morgenstunden wird der Mond in das Zeichen Krebs übergehen und somit Ihr Interesse etwas mehr auf Themen rund um Ihr Zuhause und Ihre Familie lenken. Bis zum 12. November am Abend wird der Mond im Zeichen Krebs bleiben. Ihre emotionalen Bedürfnisse können ansteigen, Ihre persönliche Sicherheit könnte etwas in den Vordergrund treten. Sie können Ihre Familienbeziehungen stärken, Ihre Verantwortung hinsichtlich der Familie, Belange sowie Verpflichtungen rund um Ihr Zuhause können ansteigen. Sie könnten mehr Zeit zu Hause verbringen und beispielsweise sogar die ersten paar Tage der Woche von zu Hause aus arbeiten. Ihr Planet der Mars wird in dieser Woche im Zeichen Steinbock voranschreiten und am 11. November sich mit dem Pluton vereinigen. Am 13. wird der Mars mit dem Uranus in Ihrem Zeichen ein Quadrat bilden. Dies wird äußerst kräftige Energien auslösen. Allerdings können diese kräftigen Energien auch Stress, Anspannung und Unruhe verursachen, liebe Widder. Während Ihre Verantwortung und Verpflichtungen im Bereich Ihrer Karriere mehr Energie von Ihnen abverlangen, werden Sie im Konflikt zu Ihrer persönlichen Freiheit und Ihren Wünschen stehen. In dieser Woche sollten Sie bitte vorsichtig, insbesondere hinsichtlich autoritären Begriffen und Ihren Beziehungen sein. Plötzliche, impulsive Handlungen und Reaktionen können Probleme verursachen. Darüber hinaus sollten Sie in Ihren täglichen Bewegungen auf die Sicherheit achten. Bleiben Sie fern von riskanten Taten, denn der Himmel weist eine offene Position hinsichtlich Unfällen und Ungeschicklichkeiten nach. Insbesondere zwischen dem 11. und 15. wird diese Lage für uns noch riskanter. Sie sollten in Ihren täglichen Bewegungen beim Sport oder Autofahren vorsichtiger sein. Der Mond, der ab dem 14. in das Zeichen Löwe übergehen wird, stellt insbesondere Ihren persönlichen Geschmack in den Vordergrund. Das Liebes- oder Gefühlsleben sowie Belange bezüglich der Kinder können Sie beschäftigen. Aufgrund der Vereinigung von Mond und Jupiter werden die Erwartungen ansteigen. Sie könnten auch übertriebene Handlungen tätigen. Allerdings wird die Vereinigung der Venus mit dem Saturn im Zeichen Skorpion verlangen, kontrollierter zu sein. Es wird die Aufmerksamkeit auf die Ausgaben lenken. Bitte übertreiben Sie dabei nicht. Darüber hinaus sollten Sie sich von Risiken wie Spiele, Investitionen, der Börse und Ähnlichem fernhalten und harmlose Handlungen machen. Bitte schauen Sie auch unbedingt das Video zu Ihrem Aszendenten. Bis bald.